Kartenzocker und Brettspielfreaks und willkommen an Bord bei Spieletreff Wien Nord. Heute erkläre ich euch, ist Tapestry ein Zivilisationsspiel oder nicht? Den werden wir heute versuchen, auf die Spur zu kommen. Wenn ihr euch das Video nicht ausschauen wollt, weil ihr das Spiel schon kennt oder schon mal woanders was gesehen habt, ja, dann blende ich euch jetzt die Zeit ein, wo ihr zum Fazit gehen könnt, wo sicht, was denke ich mal über dieses Spiel. Wenn es dabei bleibt, jumpen wir jetzt zum Board. Wie baut das Spiel Tapestry jetzt auf? Wir haben einmal hier diese wunderschönen und doch sehr kritisierten Minis von speziellen Gebäuden. Es gibt immer drei Gebäude, die einer Technologie oder einer Leiste zugeordnet sind. Dann gibt es noch sechs Gebäude, die man im Laufe des Spieles, wenn man Klick hat, über die Technologiekarten ziehen kann und durch das Aufsteigen oder Aufwerten der Technologiekarten irgendwann ins Spiel bringen kann. Man legt den Spielplan einfach nach Spieleranzahl aus. Es gibt eine Seite für 1-3 Spieler und eine 4-Spieler-Seite. Dann nimmt man die Technologiekarten, mischt die gründlich und deckt drei davon auf und legt sie an die Markierungen am Board. Da ist eine Tapestry-Karten, die mischt man ebenfalls gründlich und lässt sie mal da liegen. Jeder nimmt sich ein Spielerboard, die dazugehörige Farbe. Ich habe jetzt da zwei Farben da. Rot ist die Hauptfarbe und Blau dient nur zu Herzeigzwecken. Ich stelle meine Häuschen auf, so wie sie platziert gehören. Braun, Rot, Gold und Silber. Meine Ressourcentoken liegen alle auf 0. Ich bereite die Landschaftsplättchen vor, die ich dann irgendwann im Spiel einbaue. Es gibt dann noch sogenannte Kosmos-Teilchen oder Weltraumplättchen. Wie's oder was es mit denen am Hut hat, erkläre ich dann. Dann sind hier die Fraktionsboards und hier ist oder sind die Boards für meine Rasteranordnungen, wo dann die Häuschen draufkehren. Von denen zieht man zwei und sucht sie eine aus und ebenfalls hier zieht man zwei und sucht sich eine aus, weil diese Rasterboards geben auch an, wo starte ich hier am Spielbrett. Und wenn wir das gemacht haben, schaut das Ganze dann so aus. Jetzt hat jeder sein Rasterboard gewählt. Das hat hier oben eine Nummer. Die Nummern sind auch hier am Board. Somit gibt das Raster vor, wo auf dem Spielplan ich meine ersten zwei Außenposten aufstelle. Dazu habe ich meine Fraktion genommen. Das sind die Craftmen. Die haben das große Ziel, eine super große Monumente-Statue zu bauen, ein 8. 9. Weltwunder, ja, und das ist denen ihr großes Ziel. Dazu haben wir hier unsere Combat-Würfeln und den Science-Würfel. Wie gesagt, wir versuchen über das richtige Platzieren am Board und über das richtige kombinierte Ziehen der Leisten das Bestmöglichste aus der Fraktion herauszuholen. Wenn wir starten, starten wir immer mit einer Einkommensphase. Sprich, wir haben das wunderschön hier, zwar sehr klein, aber doch sehr übersichtlich aufgedruckt. Es stehen immer die Zahlen dabei, in welcher Einkommensphase ich was auslöse. In meiner allerersten Einkommensphase löse ich hier unten die Erntephase aus. Sprich, ich bekomme alles, was auf meinem Spielerboard sichtbar ist. Im Moment ist sichtbar von jeder Ressource eines. Was sind die Ressourcen? Das eine ist Geld, das andere ist Nahrung, Silber ist die Population, ist die Bevölkerung in meiner Zivilisation und der rote Stern ist Krieg, sagen wir es einmal so. Ja. Dann ziehe ich noch eines dieser Plättchen, die kann ich ruhig offen liegen lassen. Diese Plättchen geben mir Siegpunkte und irgendeinen Bonus. Sind es Ressourcen, sind es Karten,
ich kann vielleicht würfeln, ich kriege ein Häuschen. Viele, viele unterschiedlichste Möglichkeiten, die hier auf diesen Landschaftsblättchen drauf sind. Dann ziehe ich noch eine Tapestry-Karte und da sehe ich dann, was ich vielleicht in meiner nächsten Ära machen kann. Ja. Aber ich beruhige euch, es ist nicht die einzige Karte, die ihr bekommt. Ihr seht, oder wir gehen nachher dann schnell einmal alle Leisten durch, es gibt immer genügend Möglichkeiten, Tapestry-Karten zu bekommen. Man kann sie auch über die Technologiekarten bekommen. Das heißt, eine größere Auswahl an Tapestry-Karten ist bei diesem Spiel sicher von Vorteil, weil es euch ganz einfach viel mehr Möglichkeiten an Varianz gibt, was ihr in den Folgegenerationen, die ihr spielt, machen könnt. So, jetzt haben wir mal das Setup gemacht. So startet jede Partie Tapestry, außer ein Fraktionsboard sagt euch etwas anderes. So, was kann ich jetzt in meinem Zug machen? Ich habe die Möglichkeit aus zwei Aktionen. Entweder mache ich eine Aktion, sprich ich gehe auf einer der Leisten vor, dass ich größtenteils machen werde, und wenn ich aber keine Ressourcen mehr besitze, dann werde ich eine Einkommensphase machen. Aber gehen wir mal durch, was mache ich? Und das ist relativ schnell erklärt. Jede dieser Viertel auf jeder der vier Leisten erfordert Ressourcen, die ich abgeben muss, um einen Schritt aufzusteigen. Ich werde es jetzt einmal so machen, ich werde jeweils eine Ressource abgeben, um in jeder Leiste einmal aufzusteigen. Starten wir mit der Militärleiste, das ist die rote. Hierfür gebe ich einen Stern ab. Es ist aber wurscht welcher, es kann jegliche beliebige Ressource sein, aber zu Spielbeginn ist es echt wurscht, weil jeglicher Aufstieg kostet mich eben immer nur eine Ressource. Ich könnte auch schon dreimal in einer Leiste aufstehen, das bleibt jedem überlassen. Aber wie gesagt, ich steige hier auf, bedeutet hier dieses schwarze Symbol, ich nehme einen meiner Außenposten, und kann ihm jetzt angrenzend zu einem Feld, wo ich drinnen bin, das ich besitze, einen hinstellen. Sagen wir mal, ich gehe hier hin, ich habe dieses Gebiet jetzt erobert. Wenn ich das mache, nehme ich die beiden Eroberungswürfel und suche mir eines der beiden Ergebnisse aus. Rot ist definitiv immer Siegpunkte, schwarz ist immer Ressourcen. Das würde es bedeuten, ich bekomme eine Population dazu. Hooray, das gefällt mir. Dann ist mein Gegenüber dran oder meine anderen drei Gegenspieler, die machen natürlich auch ihren ersten Zug. Dann gehe ich her und starte auf der Technologie. Ich gebe wieder eine Ressource ab, sprich ich gebe einen Goldbeutel ab. Und jetzt darf ich mir eine der Technologiekarten nehmen. Und da ist vielleicht schon mal wichtig, je nachdem was ausliegt, was ist meine Strategie, auf was ziele ich es ab? Ich würde mich jetzt entscheiden, ich nehme mir dieses hier. Wir haben oder sind dabei, Nägel zu erfinden. Wenn ihr eine Karten kriegt, eine Technologiekarten, habt ihr hier auf der Seite eures Rasterboards drei Slots. Der erste Slot bedeutet einmal X. Ihr legt einfach nur einmal die Karten hin und sonst passiert nichts. Gehen wir weiter. Was sich da dann tut, erkläre ich gleich. Wir machen Erkunden. Ich gebe einen Schwammerl aus, eine Nahrung aus, und das bedeutet jetzt, ich darf mir zwei dieser Erkundungsblättchen nehmen. Die lege ich wieder vor mir ab und habe jetzt eine größere Auswahl in den Folgezügen, was ich machen kann. Und zu guter Letzt haben wir noch die Wissenschaftsleiste. Dazu gebe ich eben wieder eine Ressource ab. Nehme mir den Wissenschaftswürfel, würfel diesen und darf jetzt auf der angezeigten Leiste, das ist ein W8, hier sind alle vier Leisten zweimal drauf, einen Schritt weitergehen. Aber dieses Feld besagt, wenn ich den Wissenschaftswürfel werfe, muss ich nicht, ich kann, ich muss nicht, auf der entsprechenden Leiste vorgehen, aber ich bekomme weder den Benefit noch den Bonus. Es muss man immer für sich selbst entscheiden. Ja? Will ich das machen oder will ich es nicht? In dem Spiel gibt es so ziemlich nichts, was ich muss.
Es steht mir überall frei zu entscheiden, ob ich das machen will oder nicht. Ja. Das heißt, ich kann mich jetzt dafür entscheiden, hier weiterzugehen, aber dafür nichts zu bekommen. Was mir aber in Folge hilft, vielleicht schneller auf einer Leiste nach oben zu gehen. Denn eines ist klar, die ersten Viertel der Leisten sind nett, sind einfach mit jeweils einer Ressource zu erlangen, aber sie sind doch etwas schwächer, wohingegen natürlich steigend die Felder immer kräftiger und cooler werden, aber dementsprechend auch Ressourcen fordern. Habe ich keine Ressourcen mehr, habe ich auch keine Möglichkeit, einen weiteren Zug auf dem Spielplan zu machen, somit muss ich die Einkommensphase machen. Und die Einkommensphase verläuft wie folgt, alles schön aufskizziert. Wir starten mit dem Fraktionstableau. Sprich, hat mein Fraktionstableau eine Einkommensfunktion, dann löse ich die aus. Die Craftsmen haben kein Einkommen, also keine Einkommensfunktion, die haben eine andere Funktion, das erkläre ich euch gleich. Dann spiele ich eine Tapestry-Karte, ich habe halt momentan nur diese eine, hätte ich mehrere, kann ich sie mir aussuchen. Da gibt es den Unterschied zwischen in dieser Ära oder wenn sie ins Spiel kommt. Wie gesagt, ich mache nicht die besten Züge, ich will es euch nur mal veranschaulichen. Ja. Dann lege ich einfach diese Karte hierher, bin ich der Erste in dieser Generation, bekomme ich sogar noch den Bonus der Ressourcen, die hier abgedruckt sind. Und dann führe ich die Karte auf. Ist es eine mit, wenn sie ins Spiel kommt, löse ich den Text aus, oder ist es eine, die für den Zeitraum dieser Ära, wo ich gerade bin, dieser Generation, dann hat sie für mich einen dauerhaften Effekt. Aber wie gesagt, nur in dieser Zeit, wo sie hier liegt, solange ich nicht weitergehe. Wenn ich weitergehe, ist diese Karte für mich verloren. Dann schaue ich mir an, wie viele Häuser habe ich gebaut, wo werden neue Ressourcen-Symbole frei. Das trage ich auf meinem Spielertableau ab. Dann werte ich gewisse Dinge, die hier angezeigt sind. Und dann geht es einfach wieder von vorn los. Ihr braucht, wenn ihr nichts mehr machen könnt, nicht auf eure Gegenüber warten, sondern es kann sein, dass ihr schon in der zweiten Generation seid, wo ein anderer vielleicht noch einen Zug in der ersten Generation hat. Das wird eher dann tragend, wenn man Generation 2 und Generation 3 spielt. Da kann schon mal passieren, dass jemand noch 2-3 Züge in der Generation 2 hat, wohingegen ihr schon längst in der Generation 3 seid. Ja. Aber das werdet ihr dann selber herausfinden. Da müsst ihr schauen, wie funktioniert das. Haben wir jetzt alles gemacht? Ja? Haben wir die Karte gespielt? Dann kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt bedeutet, eine meiner Technologiekarten aufsteigen lassen. Was heißt das? Ich schiebe sie einen Slot nach oben und dann bin ich in dem Slot mit dem Kreischen. Das bedeutet, alles was in einem Kreis einer Technologiekarte zu sehen ist, führe ich aus. Bei dieser Technologiekarte würde es bedeuten, ich bekäme eine Tapestry-Karte. Die schaue ich mir an. Bitte nicht sagen, ja, aber dann kriege ich einen, kann die vielleicht hinlegen. Ihr habt das definitiv Schritt für Schritt hier aufgelistet. Eine Tapestry-Karte spielen kommt immer vor der Aufwertung einer Technologie. Und nach der Aufwertung der Technologie kommt eben wiederum Ressourcen nehmen. Ich habe momentan noch nicht viel. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Jetzt möchte ich euch noch gewisse Dinge im Detail zeigen. Jetzt sind wir hier beim Board. Da möchte ich euch einmal sagen, was bedeutet erobern. Wir haben hier drei Ziele, die jeder Mann erreichen kann oder jede Frau. Das erste ist, derjenige, welcher es als erster schafft, ans Ende einer dieser Leisten zu kommen, bekommt 10 Siegpunkte. Das heißt, er legt einen seiner Marker hierher und zeigt an, es gibt am Ende des Spiels 10 Siegpunkte. Das Ganze kann noch ein zweiter Spieler erreichen, dieser kriegt aber nur 5 Siegpunkte. Das nächste Feld lasse ich kurz aus, komme ich zu dem. Der Spieler, welcher als erstes es schafft, hier die Mitte des Spielplans zu erobern, bekommt 10 Siegpunkte.
Der zweite Spieler, der dieses Gebiet erobert, kriegt 5. Wie kann ich jetzt erobern? Indem ich irgendwann in meinem Zug hergehe, eines dieser Felder auslöse, wo ich diesen schwarzen Pöppel drauf sehe, kann ich sagen, ich möchte dieses Feld erobern. Hat mein Gegenspieler keine Verteidigungskarte, und davon gibt es, glaube ich, 8 oder 9 Stück im ganzen Kartenstapel, dann gehe ich her, erober dieses Spiel, das heißt, ich lege den Außenposten meines Gegenspielers um und habe somit dieses Gebiet erobert, also bin ich der Zweite und kriege somit 5 Siegpunkte. Darüber hinaus darf ich eben nur mit meinen Angriffswürfeln würfeln und trage mir einen der beiden angegebenen Ergebnisse entweder auf der Siegpunktleiste ab oder auf der Ressourcenleiste. Wenn in einem Feld irgendwann einmal 2 Miniaturen stehen, das können unterschiedliche sein. Im normalen Spiel wird es meistens so sein, dass immer nur Außenposten sind. Es kann aber auch sein, dass es Fraktionen gibt, die sagen, ihr dürft Würfeln ins Spiel bringen. Es gibt Fraktionen, die sagen, ihr dürft eure Häuschen nicht am Raster bauen, sondern ihr dürft sie hier am Spielplan bauen. Dann stellt ihr das hin. Sind irgendwann einmal 2 Miniaturen auf einem Feld, dann ist das Feld geschlossen sozusagen. Da kann auch niemand mehr hinein. Wenn es der angegriffene Partei schafft, meinen Angriff abzuwehren, dann werde ich umgelegt und dann hat doch kein Spieler mehr die Möglichkeit, diese 5 hier zu erreichen, weil jetzt liegen 2 auf diesem Feld und das war's dann. Aber für das mittlere Feld brauche ich noch eine Voraussetzung und diese ist, ich greife von einem Feld, das ich besitze, im Falle so, ich besitze dieses Feld jetzt, weil ich habe das mittlere Gebiet erobert. Ich greife aufs nächste Feld an, wo nur ein Außenposten drinsteht. Mein Gegenspieler kann das wieder nicht verteidigen. Somit lege ich auch diesen Außenposten um. Jetzt habe ich es als erster Spieler geschafft, 2 feindliche Gebiete zu erobern, 2 dieser Außenposten umzulegen und in dem Moment darf ich auf dieses Feld meinen Cube setzen und zeige an, ich war der Erste, ich bekomme 10 Siegpunkte. Weiters seht ihr hier auf diesen Leisten an jeder ersten Position eines neuen höheren Viertels sogenannte Landmarks. Das sind eben die von mir vorher gezeigten schönen Miniaturen, die nimmt man einfach und baut sie zu sich in seinem Raster ein. Wohlgemerkt, ich zeige es euch, man darf nicht über die roten Punkte drüber bauen. Das ist verboten, das sind sozusagen schon Urvölker, die dort leben, da darf man nicht drauf. Es gibt Tapestry-Karten, die euch das erlauben, über diese Felder drüber zu bauen, aber vom Grunde her dürft ihr es nicht auf die roten Felder bauen, sondern ihr müsst es ganz einfach außenrum bauen, so dass ihr Felder voll bekommt. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Es liegt ein Beipackzettel bei, was die einzelnen Punkte oder Felder auf den Leisten bedeuten. Eines noch ganz kurz, diese Weltraumfelder, die es im Spiel gibt, die werden wichtig, wenn ihr auf der Exploration-Leiste vorgeht. Ja. Die letzten 2 Felder besagen, ihr dürft 3 dieser Plättchen ziehen, die behaltet ihr euch. Beim vorletzten Feld ist es so, dass ich dann eines davon spiele und komme ich noch bis zum letzten Feld, darf ich noch ein zweites dieser Plättchen spielen. Und wenn ich genügend Ressourcen habe, kann ich sogar noch mein drittes Plättchen spielen. Da sind sehr, sehr starke Effekte drauf, die euch nur mal am Pust geben können fürs Ende des Spiels. Cool mitgedacht ist meiner Meinung nach auch die thematischste Leiste, die wirklich sehr schlüssig ist, von den ersten Entdeckungen bis hin zum
Weltraum. Aber ansonsten ist es trotzdem spaßig, lustig und jetzt zeige ich euch das Spielertableau. Jetzt sind wir beim Spielertableau angekommen. Das von mir vorher angekündigte Anzeigen von den Aktionen einer Inkommensphase oder Einkommensphase habt hier auf eurer linken, da seht ihr immer, wie wird es da rein auch abgehandelt. In eurer allerersten Einkommensphase bei Spielbeginn führt ihr nur diese Hand aus. In den weiteren drei Einkommensphasen führt sie von oben nach unten aus. Und in der allerletzten, in der fünften Einkommensphase führt ihr genau nur dieses violette Icon aus und noch einmal den gelben Pfeil nach oben plus aller Siegpunkte. Wir starten eben mit Making Fire. Wir haben das Feuer erfunden und freuen uns drüber. Dann spülen wir unsere Züge. Wir kriegen irgendwie Häuser hier auf dem Plan. Wir dürfen hier unsere Häuschen hinbauen. Passt auf, nicht über diese roten Punkte drüber zu bauen. Das sind eben schon Naturvölker, die hier leben, in dessen Territorium dürfen wir nicht eindringen, wir dürfen aber außen rum bauen. Was hat das für einen großen Vorteil? Erst einmal schaffe ich es, Reihen und Spalten fertig zu machen, aber das viel Wichtigere ist, abgesehen von dem, wenn ich es schaffe, eines dieser Quadrate voll zu bekommen, zeigt es mir hier oben an, darf ich mir sofort eine beliebige Ressource auf meinem Spielertableau abtragen. Sagen wir mal, es schaut wie folgt aus. Es schaut jetzt so aus, ich bin irgendwann am Technologietrack aufgestiegen und habe diesen schönen Landmarker bekommen. Dieser deckt vier Felder ab, stelle ich hier her auf diese vier Felder. Ich habe jetzt ein Quadrat abgeschlossen und in dem Moment kann ich sagen, okay, ich nehme mir eine Ressource. Was mache ich aber, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund so gebaut habe und ich bekomme das und es ist habe sonst nirgends mal wirklich schön Platz, so normal anzubauen, dann ist es auch kein Thema. Ihr könnt dann ohne Probleme auch über den Rand hinausbauen. Das heißt, man lässt euch da die Freiheit, trotz alledem alles zu bekommen, was ihr wollt. Vielleicht nicht so perfekt einzubauen, wie ihr euch das vorstellt, aber trotzdem, ihr könnt es ruhig über den Plan hinausbauen und habt das trotzdem eingebaut. Womöglich schafft es dann eben noch rein oder spalten fertig zu bekommen. Wenn ich das jetzt so habe und ich komme zum nächsten Income Turn, dann verläuft es wie folgt. Ich schaue mir meine Fraktionen, ich spiele eine Tapestry-Karte hierher. Bin ich der Erste, nehme ich mir die Ressourcen, die hier drunter sind, dann lasse ich eine Technologiekarte aufsteigen, nehme mir Siegpunkte, die sind immer die mit dem Lorbeerkranz. Gold gibt mir Siegpunkte für jegliche Technologie, die ich an meinem Rasterboard angelegt habe. Grau oder Silber gibt mir Siegpunkte für Spalten und Reihen, die ich vollgefüllt habe. Da zählen eben aber auch diese ausgefüllten roten Punkte. Schaut es irgendwann einmal so aus, habe ich eine Reihe gefüllt und würde dafür jetzt einen Siegpunkt bekommen für jedes Lorbeerkranz-Symbol, das auf dieser grauen Leiste zu sehen ist. Braun gibt mir Siegpunkte von sich aus und Rot gibt mir Siegpunkte für jedes meiner eroberten Territorien. Das spielt man jetzt insgesamt über vier Zeitalter, würde ich jetzt einmal sagen. Insgesamt sind es fünf, aber wirklich arbeiten tut man in drei und das letzte ist eigentlich das finale Einkommen, wo ich noch einmal Siegpunkte bekomme und wo ich vielleicht noch das Quäntchen Glück habe und die paar Punkte mehr mache, dass ich meinen Gegenspieler überhole. Im Grunde war es das alles. Es ist genügend Material da. Alle Runden laufen immer gleich ab. Und jetzt gehen wir einfach zurück zu meinem Fazit. So, ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über das Spiel bekommen bei meiner Erklärung. Was halte ich jetzt von Tapestry?
Tapestry ist definitiv kein klassisches Zivilisationsaufbauspiel. Da gibt es andere Spiele, so wie Nations. Nations ist mehr Zivilisationsaufbauspiel, weil man da wirklich von einer Epoche in die nächste geht, so wie man es erkennt. Da sind dementsprechende Anführer dabei, da sind dementsprechende Ereignisse dabei, es gibt dementsprechende Gebäude, die man errichten kann in der jeweiligen Epoche, wo man sich befindet. Und das ist bei Tapestry definitiv nicht der. Weil wir starten eben mit denen, die gerade Feuer machen können, und im nächsten Zug sind wir schon, was eine Demokratie oder sind wir Kohlenmagnate oder. Also das passt definitiv nicht zusammen. Ich glaube aber auch fest, dass das Spiel nicht den Anspruch hat, ein klassisches Zivilisationsspiel zu haben. Das Spiel hat wunderschöne Komponenten, die habe ich euch gesagt. Das Spiel ist rund. Das Spiel gibt mir das Gefühl, es einmal gespielt zu haben und zu wissen, wie es funktioniert. Das Spiel gibt mir das Gefühl, mit jeder Partie, und ich habe jetzt schon 5 Partien gespielt, immer was Neues zu entdecken. Das heißt, es gibt diese 4 Leisten, es gibt dieses zentrale Kernstück, der Plan, wo ich mich ausbreiten kann, wo ich erobern kann, wo ich mir aber dadurch Ressourcen holen kann, wo ich mir Technologiekarten holen kann oder, wo ich mir Hütten bauen kann. Ja. Und ich finde, dass so viele unterschiedliche Mechanismen oder Möglichkeiten, mein Spiel nach vorne zu treiben, genauso wie ich es mir vorstelle. Ja. Klar, es gibt ein bisschen etwas Glückslastiges und das sind die Karten. Wenn ich nicht die richtigen Tapestry-Karten auf die Hand bekomme, die zu meinem Spielstil und zu meinem Ziel passen, dann habe ich vielleicht ein Pech. Wenn nicht die gescheitersten Technologiekarten auslegen, die ich mir vorstelle, habe ich ein Pech. Wenn ich erober, muss ich würfeln. Kriege nicht die Würfel, die ich mir vorstelle, habe ich ein Pech. Aber ganz ehrlich, das gibt es in so vielen auch Expertenspielen, die gehypt sind, ja, wo ich mir denke, ja, aber es ist trotzdem ein bisschen ein Glücksfaktor mit drinnen. Und da habe ich auch diesen Glücksfaktor, aber es hat ja nicht den Anspruch, oder will gar nicht den Anspruch, ein so ein hohes Expertenspiel zu sein. Ja. Sondern es ist rund, schnell spielbar, aber es hat Tiefe. Es hat echt die Möglichkeit für eine extreme Tiefe. Und das erinnert mich sehr an Tolkien. Tolkien ist zwar im Kern ein Hardcore-Eurogame, aber auch da ist es nicht so, dass du mit jeder Partie was Neues entdeckst, sondern du spürst Tolkien einmal und du weißt, wie es funktioniert. Die Frage ist jetzt nur, überreißt du die Mechanismen und die Möglichkeiten, die in dem Spiel stecken? Genau das Gleiche habe ich da. Ich brauche mir da jetzt nicht das Gehirn zermatern und das, was der Teufel was für Strategie aushacken. Ja? Aber ich finde immer wieder in jeder Partie eine andere Konstellation vor, wie ich auf meinen Leisten vorgehe. Und dann probiere ich mal die Leiste mit der Leiste kombiniert, da gibt es was, oder mal die mit der. Und das macht Spaß, das zu entdecken, wie das arbeitet. Es sollte einem von vornherein klar sein, dass viele Völkerboards schwer unbalanced sind, ja, dass die einen immens heftig sind und die anderen eher mager wirken. Und das ist ja schon im Internet aufgetaucht, dass man versucht hat, die ganzen Fraktionen zu balancen, sie anzupassen. Das heißt, wenn man eine eher schwächere Fraktion spielt, dann startet man zum Beispiel mit vielleicht mehr Ressourcen oder mehr Siegpunkten, wohingegen eine starke Fraktion mit Minus-Siegpunkten startet oder vielleicht zu weniger Ressourcen startet. Ja. Aber es ist doch gerade das Spannende, diese unterschiedlichen Fraktionen kennenzulernen und spielen zu wollen. Ja. Und das ist eines der Spiele, natürlich versuche ich zu gewinnen und natürlich werde ich mich reinhängen. Aber wenn ich am Ende des Spiels das Gefühl habe, ich habe meine Fraktion super gespielt, ich habe alles ausgereizt mit dieser Fraktion, dann bin ich glücklich drüber, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Ich habe mir dann sagen lassen, dass es unnötig ist, diese ganzen Miniaturen zu machen, und der hatte das nur unnötig in die Höhe getrieben und es wirkt so, als wäre ein fixfertiges Spiel da gewesen und man hat einfach die Miniaturen draufgehauen. Dann sage ich an jeden, lest euch einmal ein, was der Stegmaier gesagt hat, der Jamie. Er hat zuerst einmal die Miniaturen gesehen, weil er hat jemanden kennengelernt, der hatte diese Blueprints zu diesen Gebäuden. Und das hat ihm so gefallen, da hat er sie
was zeichnen lassen, was drucken lassen, ja, und dann habe ich gesagt, okay, und mit sowas möchte ich jetzt ein Spiel designen. Und dann kam erst das Spiel, ja. Also, und ich lasse es auch nicht gelten, dass jemand gemeint hat in meinem Umfeld, das ist eine Abkupferung von Terraforming Mars. Ja, wir gehen auf Leisten hoch wie bei Terraforming Mars. Aber da drinnen steckt viel mehr Tolkien als Terraforming Mars. Weil bei Tolkien habe ich die vier Räder, die auch unterschiedlichste Möglichkeiten mir geben. Das habe ich ganz ehrlich bei Terraforming Mars nicht. Ich habe zwar hier und da auf einer Leiste, wo ich auf einer anderen Leiste hochgehen kann, aber so wie da, dass das wirklich interagieren kann, fast jeden Zug miteinander, das ist schon sensationell. Und das gefällt mir, das ist ein Spiel, was einfach schnell gespielt wird, wenn es alle verstehen, ja, wo man sich echt toll betteln kann, wo man immer wieder was Neues erlebt und Neues herausfinden kann. Und ich glaube, genau das sollte doch ein Spiel aber auch bringen. Diesen Anspruch sollte jedes Spiel eigentlich haben, das am Markt kommt, die Leute zu unterhalten, die Leute zu fordern und es immer wieder auf den Tisch bringen zu wollen. Gerade bei der heutigen Flut an Spielen ist es doch eh so schwer, was herauszufiltern, wo man sagt, das will man immer wieder und immer wieder spielen. Ja. Spiele werden gehypt, dann hat man es zweimal am Tisch und sagt, ja, ich verstehe den Hype nicht. Ja. Das Spiel ist sogar sehr kritisiert worden für viele Komponenten und ich sage, na, es ist gut so. Man stellt sich einmal vor, er hätte die Einkommenshäuser so designt, wie sie designt sind, und der Rest sind nur Pappmarker, die man wohin legt. Hätte wieder an jeden gestört, wenn man sagt, na, wenn man schon die Häuser für die Einkommens-Tableau oder für den Spielertableau, die Einkommenshäuschen schon so aus Plastik macht, dann hätte man den Rest auch aus Plastik machen können. Also es ist wurscht, wie man es dreht und wendet, man wird es eh nie an jeden Rechten machen. Ja. Ich kann nur sagen, okay, es ist kein Zivilisationsspiel im klassischen Sinne, es ist ein reines Ressourcenmanagementspiel mit einem Anflug von Zivilisation, weil ich halt unterschiedlichste Tapestry-Karten spiele und so meine gemeinte Zivilisation hochtreibe. Aber den Anspruch habe ich nicht, dass ich jetzt hier ein brutales Zivilisationsspiel vor mir liegen habe. Ich habe Spaß, mir gefällt es, ich kann es euch empfehlen. Ja, es hat seinen Preis, aber wenn ihr fixe Spielegruppen seid, kann ich nur sagen, legt es zusammen, dann kostet es jeden nur mehr einen Schaß, habt ein super Spiel am Tisch, ihr werdet euch auch gefreut haben, es erkunden und entdecken zu wollen. Und das kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ansonsten wisst ihr, wenn ihr nicht abonniert habt, abonniert es, drückt die Glocken, gebt mir einen Daumen auf, tät mich voll gefreien. Mich jetzt auch gefreien, wenn ihr es mir unten in die Kommentare da lasst, wie gefällt euch das Spiel? Kennt ihr es schon? Habt ihr es gespielt? Ihr könnt es auch gern kritisieren. Ich gehe auf alles ein. Ich möchte mich mit euch unterhalten. Darum sind wir ja Crew. Und bis dahin, euer Sascha. Pfiat euch.